Ich hatte tierisch Angst, mein Leben so abzugeben, dass ich nicht mehr die Kontrolle hatte. Ich dachte, diese Welt bietet mir Freiheit und diese Welt bietet mir ein erfülltes Leben. Aber wir gehören zu einem himmlischen Vater, der meint es gut mit uns. Herzlich willkommen hier auf der JUMICO 2023 in Stuttgart. Ich bin Jamie, das ist Ami und wir sitzen hier mit dem wundervollen Peter Reed und wir dürfen dir heute ein paar Fragen stellen. Richtig cool, dass du das machst. Vielen Dank. Ja. Kommen wir direkt zu der ersten Frage, damit ich auch alle Zuschauer ein bisschen eher kennenlerne. Beschreib dich mal selber in wenigen Worten. Oh, auf der einen Seite zurückgehalten. Auf der anderen Seite abenteuerlustig in eine Person. Das ist ein bisschen ein Widerspruch, aber das beschreibt meine Person. Was ist dein Lieblingsthema zum Predigen? Hast du da etwas, was du gerne den Menschen vermittelst? Ja, mein Lieblingsthema ist ganz einfach dieses Thema. Jesus ist nicht nur für uns gestorben, sondern er lebt in uns und wir dürfen mit seiner Gegenwart überall rechnen. Wo bist du am liebsten? Was ist dein Lieblingsort und auch dein Lieblingsurlaubsort, wenn du dir mal frei nimmst von der Arbeit? Zweierlei. Ich bin am allerliebsten mit meiner Frau Gabi und wir sind entweder gern in die Berge wandern oder Skifahren oder auf der Insel Kreta an der Südküste. Wo ist denn dein Lieblingsort, wo du gerne zur Ruhe kommst und ein bisschen abschaltest vom Alltag? Da ich ungefähr 150 Tage im Jahr unterwegs bin, ich bin sehr gern zu Hause, weil wir nicht oft da sind. Und vor allem, wenn meine Frau und ich diese Zeiten der Ruhe haben, ist das mir eine Wohltat. Du kommst ursprünglich aus den USA und warst als junger Mann das erste Mal dann in Deutschland auf der Bibelschule. Welchen Einfluss hatte diese Auslandserfahrung auf dein Leben? Ich komme aus Bundesstaat Minnesota. Da bin ich aufgewachsen, grenzt Kanada ein bisschen westlich von diesen großen Seen. Und mit 18 war ich auf der Fackelträger-Bibelschule Bodenseehof. Und ohne es damals je geahnt zu haben, jetzt rückblickend, da gab es wichtige Samen, die gesät wurden damals. Ich habe eine Liebe für Deutschland gewonnen, die Deutschen, die Kultur und ich hatte ein Verlangen, zurückzukehren im Dienst des Herrn. Das ist auf jeden Fall erstaunlich. Das Thema dieser JUMICO ist ja erfülltes Leben. Was ist für dich ein erfülltes Leben? Wie würdest du das definieren? Und wie zeichnet sich das auch vielleicht bei dir aus? Ein erfülltes Leben ist ein Leben, was Jesus völlig ausgeliefert ist. Und ich muss bekennen, mein Gottesbild war jahrelang ein bisschen schräg. Ich hatte tierisch Angst, mein Leben so abzugeben, dass ich nicht mehr die Kontrolle hatte. Aber genau diesen Schritt war der erste Schritt zu einem erfüllten Leben, muss ich sagen. Und für mich persönlich in meinem Dienst, ich liebe das, was ich tue, aber man darf sich nicht so in den Dienst des Herrn verlieben, als der Herr selbst. Und das ist für mich sehr wesentlich. Diese Vereintsein mit Jesus macht mein Leben aus. Der Titel deines Vortrags lautet ja, Gott füllt, was leer ist. Was hat er denn in deinem Leben gefüllt? Ich glaube, jeder Mensch kommt ins Leben hinein mit einer Überzeugung, das kann ich. Und ich werde es mit aller Stärke versuchen. Und das habe ich gemacht. Und muss ich bekennen, da bin ich an mir selbst gescheitert. Ich wollte das Gute tun und an manchen Stellen habe ich genau das Gegenteil getan, als ich es mir vorgenommen habe, das Gute zu tun, gottgefällig zu leben. Und diese Erfahrung zu haben, an sich selbst zu scheitern, war für mich wesentlich. Denn
Es gab nur eine einzige Möglichkeit dann, und das war durch die allmächtige Wirksamkeit Jesu Christi in meinem Leben. Und dieses Leben ist ein erfülltes Leben. Was war denn für dich die Zeit, wo du dich überhaupt nicht erfüllt gefühlt hast? Also gab es eine Zeit, wo du das Gefühl hattest, dass Gott nicht bei dir ist, und vor allem, wie bist du dann aus diesem Loch rausgekommen, ja, sag ich jetzt? Das geschah, als ich 17 war. Ich bin von mein Zuhause ausgebrochen, sozusagen. Ich dachte, diese Welt bietet mir Freiheit und diese Welt bietet mir ein erfülltes Leben. Und ich habe Jesus mit 13 aufgenommen und ich habe das 6 Monate probiert und da war ich höchst unzufrieden. Und weißt du, diese Aussage von Mose in Hebräer 11, dieses Genuss der Sünde ist sehr kurzlebig und führt zu einer gewissen Abhängigkeit von Sachen. Und das habe ich erfahren. Und mit 18 kam ich zu diesem Punkt. Ich sagte: Herr, mach, was du willst aus meinem Leben, aber ich gehöre ohne Vorbedingungen dir. Und das war der wichtigste Schritt. Und dieses Jesus Herr sein lassen, das war der Anfang. Und das war ein sehr wichtiger Zeitpunkt in meinem Leben. Deinen Armen dazu, dass der Herr so geführt hat. Ja. Dann, was sind deine Tipps für ein erfülltes Leben, also im Daily-Alltag, ja, was auch die Zuschauer umsetzen können? Eine Sache ist folgendes: Wenn man wiedergeboren ist und Jesus aufgenommen hat, man muss nie bitten, Herr, geh mit mir, er wohnt in mir. Natürlich geht er mit mir. Und fang an, in der Einstellung der Dankbarkeit zu leben. Egal, was um uns herum passiert, sag: Herr, ich danke dir. Du lebst in mir, du bist gegenwärtig und du bist zu allem fähig. Das ist ein Punkt. Und zweiter Punkt ist folgendes: Diese Gemeinschaft mit Jesus pflegen. Und das tue ich normalerweise, indem ich ihn suche in sein Wort. Das geschriebene Wort offenbart das lebendige Wort. Und da begegnen wir Jesus. Hast du noch mehr Tipps dafür? Ja. Damit man irgendwie seine tägliche Beziehung mit Gott pflegen kann? Ja, da möchte ich zurückgehen zu diesem Beten. Leb in der Dankbarkeit. Leb in der Dankbarkeit. Jesus ist mit mir. Er bewohnt mich. Ich darf mit seiner Gegenwart rechnen. Und dann, es tut immer gut, mit anderen zusammenzukommen, die länger mit Jesus gelebt haben, die weiter sind als ich selbst. Und das habe ich immer getan. Ich bin immer diese ältere, ja, gläubige Menschen nachgegangen, sagte: Wie machst du das? Diese Fragen und dieses Suchen und Anklopfen, das ist sehr wichtig. Niemals das aufgeben. Und eine letzte Sache ist folgendes: Das ist ein Paradox. Aber Jesus hat gesagt, man ist gesegnet, wenn man weitergibt, nicht nur, wenn man empfängt. Und halte Ausschau für jemanden, der vielleicht eine kleine, aber wichtige Tat der Liebe bereit ist. Und das weitergeben. Jemand, der weitergibt, jemand, der andere Menschen orientiert ist, erstaunlicherweise, das ist ein glücklicher Mensch. Warum fühlen wir uns manchmal nicht erfüllt, obwohl wir an Gott glauben und obwohl der Heilige Geist ja immer mit uns geht? Warum gibt es diese Wüstenzeiten? Ich glaube manchmal, wenn wir tatsächlich so unterwegs sind, wir haben gewisse Vorstellungen, was draus wird, wenn Jesus wirklich mein Leben ist und wirklich diese Herrschaft in meinem Leben übernimmt. Ich stelle mir das Leben so vor. Und ich komme mit gewissen Vorstellungen in so ein Leben hinein. Und wenn das nicht passiert, dann bin ich manchmal entmutigt. Und dann muss ich diese Vorstellungen von meinem Leben dem Herrn abgeben. Es ist durchaus berechtigt zu planen, vorauszudenken. Aber ich mache das nicht mit geballter Faust, sondern offener Hand. Viele junge Menschen führen ja auch heutzutage ein Leben ohne Gott, aber sie haben ja trotzdem das Gefühl, dass sie alles haben, zumindest alles, was materiell ist. Wie können sie denn überhaupt merken, dass sie nicht alles haben? Also
wenn man das Gefühl hat, dass man alles hat, dann woher weiß man dann, dass dir was fehlt? Ja, zwei Sachen. Erstens, das ist der Geist Gottes seine Aufgabe, nicht meine Aufgabe. Und die Menschen, die mich am meisten beeinflusst haben, es war ihnen gar nicht bewusst, als wie sie auf mich wirkten. Sie waren so natürlich mit Jesus unterwegs, das war so attraktiv, das wollte ich auch haben. Und zweitens, es ist einfach so, das, was diese Welt uns anbietet, ist sehr kurzlebig. Und es kann sein, dass man für eine kurze Zeit sehr zufrieden ist und ein erfülltes Leben führt, durchaus. Aber es gibt einen Teil von mir, von dir, was der Herr Jesus allein ausfüllen kannst. Und nur Gott kann einen Mensch dessen bewusst machen. Da stimmen wir dir auf jeden Fall zu. Und was würdest du denn den jungen Menschen hier mitgeben? Das allererste ist, keine Angst, dein Leben und die Kontrolle deines Lebens aufzugeben. Wir gehören zu einem himmlischen Vater, der meint es gut mit uns. Und ich werde nachher heute sagen, Jesus ist ein Hardcore-Optimist, der weiß, was er aus unserem Leben machen kann. Und er hat gute Pläne. Das habe ich mir nie in der Art vorstellen können. Mein Gottesbild war echt verkehrt. Ich hatte tierisch Angst vor diesem Schritt. Und es kam völlig, Gott sei Dank, anders. Eine letzte Frage noch. Wie können wir Christen Gottes Erfüllung am besten an unsere Mitmenschen weitergeben, dass nicht nur wir erfüllt sind, sondern dass alle anderen auch erfüllt werden? So leben, dass diese Gegenwart Jesu, auch wenn es dir nicht bewusst ist, aber anderen bewusst ist. Paulus sprach von diesem Wohlgeruch Christi. Und ich erlebe das bei uns in der Nachbarschaft. Oder ich gebe ein Beispiel. Eine Person war, diese Frau war über 80. Und nach unserer Hochzeit kamen wir zurück, haben die Gäste verabschiedet. Und die Frau sagte uns wortlich, ich bin auf viele Hochzeiten gewesen. Aber hier herrschte ein anderer Geist. Und sie hat Jesus wahrgenommen. Und das soll auf eine natürliche und doch übernatürliche Art und Weise passieren. Vielen Dank, Peter, für dieses Interview. Ja. Wir sind schon am Ende angekommen. Oh, das war schnell. Das war das Interview mit Peter Reed von der Yumiko 2023. Wenn du jetzt noch Fragen hast, schreib die gerne in die Kommentare, lass ein Like da, abonnier den Channel. Bis zum nächsten Mal. Ciao.